Du möchtest dich selbstständig machen und brauchst oder willst deinen Businessplan schreiben? Dann möchte ich in diesem Video im Kurzen aufzeigen, worauf du achten solltest und welche Hilfsmittel es für dich dabei gibt. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe nicht nur selbst Unternehmen gegründet, sondern gemeinsam mit unserem Team haben wir mehrere tausend Unternehmer und Gründer dabei begleitet, ihre Businesspläne auch erfolgreich zu schreiben. Daher wissen wir ganz genau, worauf es dabei ankommt, welche Fehler passieren können und worauf auch zu achten ist, wenn das Ergebnis fertig sein soll. Der erste wichtige Punkt, den du beachten solltest, bevor du loslegst, ist die Auswahl des Adressatenkreises. Denn es macht einen Unterschied, ob du deinen Plan schreibst für das Jobcenter, für die Bundesagentur für Arbeit, für die Bank, für Investoren oder für etwaige Fördermittelgeber. Wenn du beispielsweise einen Businessplan schreibst für das Jobcenter, dann ist es unwahrscheinlich, dass du diesen Plan, sowohl den Textteil als auch den Zahlenteil, einreichen kannst bei der Bank. Umgekehrt genauso wird es schwierig. Es ist unwahrscheinlich, dass das Jobcenter dir Mittel für deine privaten Lebenshaltungskosten oder Einstiegsgeld geben wird, wenn du den Plan optimierst, sodass du bei der Bank eine positive Zusage bekommst. Da wir bundesweit Unternehmer und Gründer dabei begleiten, ihr Konzept abzubilden, wissen wir aus Erfahrung heraus auch, dass häufig mehrere Adressaten gleichzeitig angesprochen werden. Zum Beispiel soll ein Investor überzeugt werden, Eigenkapital zu geben. Dann geht es als nächstes zur Hausbank, die restlichen Finanzierungsmittel zu beantragen. Und für die privaten Lebenshaltungskosten wird dann noch entweder Gründungszuschuss oder andere Fördermittel beantragt. Das bedeutet also, wir haben hier tatsächlich drei unterschiedliche Kategorien und Qualitäten vom Businessplan zu erzeugen und diese dann noch in der richtigen Reihenfolge beim richtigen Adressaten abzugeben. Und eine weitere wichtige Besonderheit, wenn du als Gründer einen Businessplan schreibst, ist, dass es tatsächlich keine echte Vergangenheit gibt. Wenn du als Bestandsunternehmer eine Wachstumsfinanzierung aufstellst, dann kannst du die letzten Geschäftsjahre abbilden und die sind auch relevant für die Bank, denn danach wird häufig bewertet, ob überhaupt auch in der Zukunft Zins und Tilgung bedient werden kann. Das Problem ist, dass du als Gründer keine echte Vergangenheit als Unternehmer hast. Das heißt, viel wichtiger in deinem Fall ist auf der einen Seite die genaue, plausible Abbildung deiner Umsätze, die es heute noch nicht gibt, und aber auch die genaue und plausible Darstellung deiner Unternehmerpersönlichkeit, deiner Qualifikation und deiner Erfahrung, die essentiell sind, dass die Bank dir glaubt, dass du dieses neue Unternehmensschiff auch Kurs Richtung Zielhafen führen willst. Und schließlich muss ein Geschäftsmodell komplett plausibel abgebildet werden. Und dazu gehören natürlich alle Vorbereitungs-, alle Gründungskosten, alle Anfangskosten, alle Investitionen, die gesamten Betriebsmittel also, die du brauchst, nicht nur am Anfang, sondern auch in der Anfangsphase, wenn deine Umsätze noch nicht ausreichen, die gesamten laufenden Kosten zu tragen. Und der größte Fehler, der uns immer wieder begegnet, ist, dass irgendwelche kostenlose Businessplan-Tools, kostenlose Finanzplan-Tools genutzt werden. Und da wirst du gebeten, deine Umsatzzahlen einzutragen. Im ersten Monat 500, im zweiten 1000, im dritten 2000, im fünften 5000 und im zwölften Monat 10.000 Euro Umsätze. Und dazu irgendwelche Kosten dazu, grob geschätzt, meistens noch netto oder brutto oder gemixt. Das wird in der Regel immer abgelehnt. Nicht nur von den Banken und Investoren, sondern heutzutage auch von den Arbeitsämtern und Jobcentern. Bedeutet also, von dir wird in der Umsatzplanung und Auslastungsplanung erwartet, dass du ganz genau und schlüssig und plausibel also abbildest, woher deine Kunden kommen und welche Kosten, welche Aufwendungen damit verbunden sind. Es gibt also Kosten, die du erstmal brauchst, um Umsätze zu generieren, in der Regel Marketing- und Vertriebskosten. Und dann gibt es aber auch noch Kosten, die verbunden sind mit den Umsätzen an sich, Wareneinsatz, Logistik, Transaktionskosten, die sogenannten Umsatzkosten, und die müssen ganz genau plausibel passend abgebildet sein. Warum ist das so wichtig? Nun, erstens haben die Banken eine ganze Reihe von Bestandskunden und die haben fertige betriebswirtschaftliche Auswertungen und Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnung, und da können sie genau nachzählen und nachschauen, wie normalerweise die Kosten im Verhältnis zum Umsatz abgebildet sind. Der zweite Grund ist, dass aus der Sicht des Bankers jeder Fehler, der dir hierbei passiert, nicht nur dazu führt, dass dein Unternehmen nicht rentabel wird, deinen Unternehmerlohn nicht trägt, sondern dass auch die Bank Angst haben muss, dass die ihre Zinszahlungen und Tilgungszahlungen nicht zurückbekommt. Und auch der Investor will wissen, welche Gewinne ihn erwarten. Zusammengefasst heißt es also, dass dein Businessplan als Gründer einen ganz großen Vorteil hat.
Nämlich den Vorteil, dass du die Vergangenheit nicht abbilden musst. Du musst nicht die letzten drei Geschäftsjahre auswerten und bewerten und auch hier schlüssig abbilden. Aber der Nachteil ist natürlich, dass du umso genauer und plausibler und realistischer deine Zukunftsplanung über 3 bis 5 Jahre auf monatliche Art und Weise auch abgebildet haben musst. Und zwar in netto und plausibel mit allen verbundenen Kosten. Und das, was am meisten vergessen wird, sind die monatlichen Marketingkosten und Maßnahmen, die du brauchst, um deine geschätzte und geplante Umsatzhochlaufkurve auch zu rechtfertigen. Und was hoffentlich auch deutlich geworden ist, dass irgendein kostenloses Template, was du dir aus dem Internet runterladen kannst oder irgendein Software-Tool in der Regel ganz allgemein ausgerichtet ist und nicht speziell auf den Adressatenkreis. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du mit solchen Tools eine Ablehnung deiner Finanzierungs- und Fördermittelanträge erhalten wirst. Deshalb macht es sicherlich schon Sinn, dass du sofort beginnst, dir Notizen zu machen zu deinem Produkt, zu Mitbewerbern, zu dem Markt, zu dir selbst, zu der Finanzierung, zu den Eintrittskosten, zu den Investitionen. Das macht alles Sinn. Und es macht auch Sinn, dass du eine Vorlage nutzt, die aber angepasst sein muss auf den Adressaten. Und was wir dir persönlich empfehlen, ist, noch einen Berater hinzuzuziehen. Denn der Berater weiß aus der Erfahrung ganz genau, wenn er hunderte solcher Anträge gestellt hat, was die Knackpunkte, was die Gefahrenpunkte sind und wie der Banker oder Investor oder der Sachbearbeiter bei den Agenturen denkt. Und das ist auch inzwischen politisch gewollt. Deshalb haben die Politiker bundesweit Förderprogramme erlassen, damit du Unterstützung bekommst, deine Finanzplanung, deine Businessplanung ganz akkurat auf den Adressaten auszurichten. Und zwar nicht nur als Gründer, sondern auch im Rahmen einer Aufbauberatung, einer Wachstumsfinanzierung. Deshalb lade ich dich jetzt also ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater der X-Group arbeiten bundesweit auch über Videokonferenzen, sind zertifiziert, sind zugelassen und erfahren in diesem Adressatenkreis. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lade ich dich ein, jetzt nicht nur das Video mit Daumen hoch zu liken, sondern auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Denn dort haben wir weitere mehrere hundert relevante Filme abgebildet und jede Woche kommen 2 bis 3 neue dazu. Und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei deiner Gründung und zunächst mal bei deiner Vorbereitung zu deiner Gründung. Dein Daniel Schäfer.